In diesem Video seht ihr wieder unser Feature der Woche, und zwar ist es diesmal: Wie sende ich Adressen an mein Fahrzeug mit dem Mercedes Me App? Und wir beantworten natürlich auch wieder die Frage der Woche, und diesmal von MangaBär1. Seid gespannt. Hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. In diesem Video seht ihr wieder unser Feature der Woche, und zwar ist das diesmal: Wie sende ich Adressen an mein Fahrzeug mit der Mercedes Me App? Und wir beantworten natürlich auch wieder die Frage der Woche von MangaBär1. Wenn euch diese Videos gefallen, dann immer ganz wichtig zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wenn ihr selber schon Erfahrungen gemacht habt zu diesem Thema, gerne kommentieren und natürlich auch Fragen da lassen, denn wir freuen uns immer über alle Fragen, denn auch so können wir euch weiterhelfen und ihr könnt der Community weiterhelfen. Außerdem kommt am Donnerstag unser neues Video zum GLC 300e, und zwar haben wir da einen Reichweitentest gemacht. Wie weit kommt der GLC 300e wirklich rein elektrisch? Aber genug geredet, wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Wir kommen aber jetzt zum richtigen Thema wieder, und zwar dem Feature der Woche: Wie schicke ich Adressen richtig an mein Fahrzeug? Als allererstes wähle ich natürlich meine Mercedes Me App aus, und schon seht ihr, hier ist das gewünschte Fahrzeug. Und um Adressen an mein Fahrzeug zu senden, gehe ich zum Beispiel mit dem iPhone hier unten auf den Ortungspunkt. Beim Samsung oder bei den Android-Geräten wäre es so, dass hier oben ein kleines Menü ist, wo ich dann die Mobilität auswählen kann und dann auf die Karte komme, wo ich die Adressen senden kann. Also, ich wähle die Ortung aus und habe jetzt hier oben den Punkt: Wohin möchten Sie? Das heißt, ich muss eigentlich einfach nur eingeben, wo ich hin möchte. Das werde ich jetzt auch mal tun. Ich möchte also in die große Straße in Vechta fahren. Ganz einfach eingeben, ich brauche nicht mal großartig darauf achten, dass ich richtig alles richtig schreibe. Ich suche das Ganze, das Handy findet es für mich, beziehungsweise die Mercedes Me App, und ich kann jetzt einfach sagen: Adresse an mein Fahrzeug senden. Jetzt wurde die Adresse gesendet, jetzt habe ich allerdings zwei Möglichkeiten, die Adresse an mein Fahrzeug zu schicken. Und zwar ist es zum einen so: Ich kann hier in der Mercedes Me App auf das kleine Zahnrad gehen, was hier im Bild ist, und habe dann die Möglichkeit zu sagen: Adresse per Bluetooth senden ein. Oder eben aus. Wenn ich Adresse per Bluetooth senden eingeschaltet habe, dann ist es so: Sobald ich im Fahrzeug sitze, wird das Handy automatisch die Adresse an mein Fahrzeug senden und direkt im Bildschirm anzeigen, und ich brauche nur auf Start drücken. Wenn ich das allerdings ausschalte, dann wird jetzt diese Adresse, die ich geschickt habe, nicht per Bluetooth gesendet, sondern übers Internet an die POI-App, also die Point of Interest-App, an mein Fahrzeug gesendet, und ich kann quasi die geschickte Adresse in meinem Fahrzeug, in der POI-App auswählen. Das wäre zum einen dafür da, wenn ich zum Beispiel wenn zum Beispiel jemand mit meinem Auto unterwegs ist und ich demjenigen eine Adresse senden möchte, dann könnte ich das per Bluetooth senden ausschalten, schicke die Adresse an die POI-App, und dieser Fahrer kann dann die Adresse aus der POI-App im Fahrzeug abrufen. Das zeige ich euch gleich nochmal im Auto. Ich werde jetzt erstmal, wie ich vorhin schon gezeigt, die Adresse, habe ich schon gemacht, an mein Fahrzeug schicken, und dann schauen wir mal, wie das jetzt, wenn ich es per Bluetooth sende, im Auto aussieht. Also, wie ihr seht, die Adresse ist da, und genau das ist der Punkt, der angezeigt wird, wenn wir in unser Auto einsteigen. Also, ich habe die Adresse von meinem Handy gesendet, steige in mein Auto mit dem Handy ein, die Adresse wird per Bluetooth ans Fahrzeug geschickt, ohne dass ich was machen muss, und ich muss jetzt quasi einfach nur sagen: Zielführung starten, und die Zielführung wird gestartet. Das Ganze ist dafür da, dass wir quasi schon abends auf dem Sofa sagen können, wo wir am nächsten Tag hin möchten, oder aber wir sitzen im Büro und haben, ich sag mal, eine Kundenadresse, die wir nicht im Auto eingeben möchten, sondern wir geben sie einfach das Handy ein, schicken sie ins Auto, und sie ist quasi schon da, wenn wir einsteigen. Jetzt habe ich vorhin von der zweiten Möglichkeit erzählt, und zwar ist das das Adresse senden per POI, also quasi übers Internet und nicht per Bluetooth ans Auto senden. Kommen wir jetzt zur anderen Variante, die Adresse ans Fahrzeug zu senden, und zwar gehe ich wieder auf meine Einstellung und schalte nun Adresse per Bluetooth senden aus. Jetzt gehe ich wieder zurück und schicke nochmal, ich kann dann die gleiche Adresse nochmal nehmen, an mein Fahrzeug, und dann schauen wir mal, wo die im Auto zu finden ist. Jetzt sagt er mir hier: Adresse wurde ans Fahrzeug gesendet, diesmal allerdings nicht per Bluetooth, sondern quasi übers Internet. Und jetzt gehen wir mal im Fahrzeug auf den Punkt Connect und wählen dann hier die Mercedes-Benz-Apps aus. Und den finden wir hier. Das Ganze ist dafür gut, wenn wir wirklich mal nicht selber mit dem Auto unterwegs sein sollten, sondern jemanden, der mit unserem Auto unterwegs ist, eine Adresse schicken möchten. Dann kann dieser Fahrer hier unter dem Punkt POI herunterladen, die von mir gesendete Adresse im Fahrzeug abrufen. Also, wie ihr gesehen habt, haben wir zwei Möglichkeiten, Adressen an unser Fahrzeug zu senden. Einmal über Bluetooth oder halt über das Internet. Und da muss man halt sehen, was für einen einfach angenehmer ist. Ich finde immer, per Bluetooth ist es am schönsten, weil man gerade dann, man steigt ins Auto ein, das Handy wird mit dem Auto verbunden per Bluetooth und schickt dann auch gleichzeitig die Adresse, und wir müssen tatsächlich nur auf Start drücken und müssen keinen großen Umweg gehen.
Ich hoffe, das war ein hilfreicher Tipp für euch. Aber jetzt kommen wir dann auch schon direkt zur Frage der Woche. Und zwar, wie vorhin schon gesagt, von MangaBär1. MangaBär1 hat gefragt, könnt ihr mal den Unterschied zwischen dem normalen Tempomaten und dem Abstandsregeltempomaten zeigen? Was sind die Vor- bzw. Nachteile der beiden Systeme? Also das ist eigentlich relativ einfach. Das Tempomat ist im Endeffekt dafür da, dass wir, wenn wir meinetwegen 100 km/h fahren, wir unsere Geschwindigkeit speichern am Tempomaten und sagen, zack, ich setze jetzt mein Tempomat auf 100 km/h, dann hält dieses Fahrzeug einfach bei 100 km/h die Geschwindigkeit und bleibt auch bei dieser Geschwindigkeit. Wir können die Geschwindigkeit natürlich erhöhen am Lenkrad oder halt auch verringern. Und durch Bremsen würden wir das Tempomat wieder ausschalten oder halt durch die Cancel-Taste am Lenkrad. Was ist noch möglich beim normalen Tempomaten? Wir können natürlich auch sagen, wir nehmen die Resume-Taste. Die ist dafür da, dass wir meinetwegen vorher 100 km/h als Geschwindigkeit gespeichert haben, gebremst haben und jetzt wieder diese 100 km/h anfahren wollen. Dann nehmen wir einfach, klicken wir einfach Resume an und das Fahrzeug würde wieder automatisch bis zu diesen 100 km/h hinfahren. Der Unterschied zum Abstandsregeltempomaten ist der, dass beim Abstandsregeltempomaten es so ist, wenn wir das Tempomat einschalten und meinetwegen die Geschwindigkeit auf 100 km/h einstellen, der Vordermann vor uns aber nur 70 km/h fährt, dann würde das Fahrzeug automatisch den Abstand zum Vordermann halten und dementsprechend auch die Geschwindigkeit des Vordermanns annehmen. So dass wir quasi die Füße zur Seite legen können, das Fahrzeug hält sich an den Vorausfahrenden und wir brauchen eigentlich nichts mehr tun, außer vielleicht auf den Straßenverkehr achten und zu lenken. Wenn wir das Abstandsregeltempomat zum Beispiel in Verbindung mit dem Fahrassistenzpaket haben, hätten wir auch die Möglichkeit, dass Geschwindigkeiten übernommen werden. Das ist die Geschwindigkeitslimitübernahme. Das heißt, das Fahrzeug würde anhand des Verkehrszeichenassistenten erkennen, wie ist die angezeigte Geschwindigkeit auf dem Verkehrszeichen und würde diese Geschwindigkeit automatisch mit in das Abstandsregeltempomat übernehmen und sich eigenständig an die Geschwindigkeiten anpassen. Des Weiteren wäre dann auch in Verbindung mit dem Fahrassistenzpaket und der Distronic die streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung dabei. Das heißt, das Fahrzeug würde sich an die Gegebenheiten anpassen. Wenn wir zum Beispiel, das Tempomat auf, oder das Abstandsregeltempomat auf 100 km/h eingestellt haben und wir auf einen Kreisel zufahren, dann würde das Auto automatisch auf 30 km/h runterbremsen, sodass wir ganz entspannt durch den Kreisel fahren können und theoretisch, wenn der Kreisel frei ist, gar nicht bremsen müssen, sondern das Fahrzeug uns einfach durch diesen Kreisel durchführt. Das gleiche würde auch für scharfe Kurven gelten, wenn wir jetzt die Navigation anhätten und das Fahrzeug weiß, es muss gleich abbiegen, auch dann würde es schon automatisch die Geschwindigkeit runterregeln. Oder aber wir haben keine Navigationszielführung aktiv und Tempomat, also Abstandsregeltempomat ist auf 100 bzw. streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung. Wir würden blinken, das Fahrzeug würde erkennen, okay, der möchte vielleicht gleich rechts abbiegen und würde dementsprechend auch schon mal die Geschwindigkeit stark reduzieren, sodass wir ganz entspannt abbiegen können. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, MangaBär. Wenn ihr natürlich weitere Fragen habt und die auch vielleicht zur Frage der Woche werden sollen, einfach fleißig kommentieren, eure Fragen stellen und wir werden dann schauen, dass wir natürlich möglichst jede Frage beantworten und wenn die Frage natürlich für uns passend ist oder auch wir glauben, dass sie für weitere Leute noch interessanter ist, dann werden wir auch diese Frage im nächsten Video als Frage der Woche aufnehmen. Und ich hoffe einfach, dass ihr bis dahin weiter einschaltet, uns abonniert, wenn euch die Videos gefallen und bis dahin ganz viel Spaß habt beim Zuschauen. Bleibt gesund und freut euch über neue Videos. Bis dahin, euer Joschka aus Vechta.